Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich habe hier auch schon ein bisschen weitergebaut. Einfach offscreen, damit es schneller geht. Ich werde euch jetzt kurz die Crux bei dieser Geschichte erklären. Und zwar habe ich hier einfach so ein kleines Förderchen hingebaut. Ja. Hier habe ich ein bisschen was weggehauen. Das werdet ihr wissen, wenn ihr meine Folgen regelmäßig geschaut habt. So, hier ist jetzt auch ein Holzgerüst. Und jetzt kommt's. Ja? Ja? Seht ihr? Ich habe da die Leitungen versteckt, habe hier auch noch mal ein bisschen was umgebaut, habe die hochgelegt in den Fußboden, oben ins Eck rein, hin und her. Hätte ich auch ein bisschen einfacher machen können, indem ich einfach darüber gegangen wäre. Aber das ist ja generell egal. Ich hoffe, dass ich die Energy Cell hier richtig angeschlossen habe. Die verbraucht gerade einen Haufen Strom, weil ich hier noch Zeug produziere, unter anderem Conductive Binder. Ja. Gut, dasselbe Spiel haben wir. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich da hinkomme. Haben wir hier gemacht. Ja, da geht es auch nach oben. Da kommen dann die Solarzellen drauf und geht nach unten. Zum alten System. Hier seht ihr auch alles in der Wand versteckt. Und ich habe hier diesen Laufsteg, den ich da hatte, habe ich mal weggebaut. Das sieht man jetzt nur noch die Energy Cell. Das ist mir aber egal. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Sieht nur ein bisschen anders aus, weil die Energy Cell woanders platziert wurde. Und weil hier weniger Maschinen stehen. So ist das halt. Gut. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Solarzellen. Ich kann mal gucken, wo ich anfangen muss. Auf dieser Seite. Ja, da platziere ich jetzt mal drei, damit die alles mit Strom versorgt sind. Wir könnten mal gucken, ob der, ja, der schwindet hier an Strom. Ich muss auch mein Jetpack im Auge behalten, weil vorhin bin ich schon mal abgestürzt, wenn auch nicht tief. Der schwindet an Strom und jetzt steigt er wieder. Ja, wir haben hier die ganze Reihe, dann bis hier rüber haben wir Platz für Strom. Und hier machen wir dasselbe. Da kommt auch Strom dran. So, und die Energy Cell, die müsste jetzt eigentlich auch wieder Gas geben. Tut sie aber nicht. Das, ja, ist ein Problem. Ich schau mal gerade, wo ich Energieleitungen verlegt habe. Es kann natürlich sein, dass er jetzt erstmal alle Maschinen auffüllt. Und es dann erst hier wieder vorwärts geht. Müssen wir gerade mal gucken. Ist voll. Der ist nicht voll. Der wird aber auch nicht voller. Das ist schlecht. Weil dann haben wir irgendwo einen Fehler drin. Der hier ist voll. Aber der Magma Crucible wird nicht betankt mit Energie. Und das ist der da drüben oben. Und ist ausgeschalten, wie wir hier sehen. Der kriegt keine Energie. Ach so. Dann müssen wir hier mal kurz die Wand aufreißen. Warum kriegt er hier keine Energie? So, kommt das Item Conduit wieder hin und das Energy Conduit und jetzt kriegt er Strom. Okay, damit haben wir immer noch nicht das Problem behoben, dass wir hier keinen Strom anliegen haben. Ich hoffe nicht, dass wir hier einmal drumherum legen müssen. Eigentlich sollten die vier Solarzellen genug Strom liefern. Da die sich auch füllen, ist... Ah, ich muss wahrscheinlich hier, Moment, bin hier noch eins weiter schalten. Nee, jetzt geht er gar nicht mehr. Jetzt füllt er sich, aber...
Doch, das könnte so funktionieren, weil das System kriegt ja oben, die kriegen ja von den Solarzellen Strom. Und der Speicher ist nur für das hier zuständig und für natürlich für ganz unten. So könnten wir das machen. Oder wir machen hier Active Out Signal. Mode in Out. Jetzt sollte der eigentlich auch Energie verteilen, wenn wenn die Zellen eigentlich leer sind. So, ich hoffe mal, dass das so passt. Das wird man wahrscheinlich irgendwann feststellen, wenn es nicht passt. So, das freut mich. Und jetzt müssen wir natürlich, wie schon längst mal eigentlich angefangen. Ich guck mal gerade, was ich noch wegwerfen kann. Die Stromversorgung erweitern. Ja, das heißt, wir müssen jetzt Solarzellen bauen. Mal wieder. Überall kein Platz. Ist okay. Dafür haben wir hier einen Haufen Glas. Und dazu brauchen wir einiges an Aluminium. Ha. Okay. Wir machen einfach mal weiter. Also wir brauchen so viel Strom. Deshalb mache ich mir da jetzt keine Gedanken drüber, dass ich eventuell zu viel produziere. Wir machen einfach so viel wie geht. So. Und noch einmal. Gut, dann muss ich wieder gucken, wie das überhaupt ging. Solare. Wir brauchen drei Holz und Redstone. Na komm, vielleicht schön sortieren, damit ich weiß, wie viel ich machen kann. Hier hatte ich auch noch irgendwas mit Solar, glaube ich, liegen. Energy Cell, aber kein Solarzeug. Hier haben wir noch Solarzeug drin und hier nicht mehr. Okay, also Redstone brauchen wir. Und Holz. Dann nehmen wir mal das hier, das Rubberwood. Kein Platz. So. Bäm, 64. Das ist natürlich wirklich, es sind unglaublich viele Solarzellen, die ich da jetzt gerade baue. Aber die werden wir auch brauchen, ja? Das verspreche ich euch. Wir haben noch ein bisschen Holz. So. Das haben wir da rein. Dann machen wir das gleiche nochmal. Brauchen wir wieder Holz. Also nach dieser Aktion noch jetzt werden wir wahrscheinlich so 20 Solarzellen kriegen, hoffe ich mal.
jetzt leider nicht so, wie ich dachte. Was ist denn nochmal? Genügend Solarzellen reicht. Gut, dann machen wir dies hier. Ja, wir kriegen sogar fast 30 Solarzellen. Das ist ja geil. Aber irgendwo habe ich im Kopf, dass noch Solarzellen rumschwirren. Hier. Ich wusste doch, dass hier noch welche. 27 weitere Solarzellen. Achso, das hier brauchen wir noch. So. Dann Solar Panel Level 2. Können wir hier verteilen. Haha, wir kriegen doch nicht so viele. Wir kriegen am Ende nur 6 Stück. Ach Mann. Ich dachte, das werden mehr. Solar Panel. Glas. 4 Stacks Glas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Redstone Blöcke. Wir machen jetzt einfach mal Großproduktion hier. Also was soll denn das? Wir knapsen die ganze Zeit rum, aber wir haben inzwischen genügend Ressourcen, dass wir das so machen können. Deshalb war es mir am Anfang eigentlich auch so wichtig, dass wir genug Rohstoffe sammeln. Dom. Ein Stack Energy Cells und her damit. Sehr schön. Also wir gucken mal, die ist wieder voll. Wie viel haben wir jetzt? 6. Und dann machen wir hier noch 3 Stück dran und drüben noch 3 Stück. So. Da brauchen wir noch einige. Also muss ich echt mal sagen. Und wir müssen oben wieder einen Block reingehen. Das werden wir wahrscheinlich auch jetzt schon wieder machen. Dann jetzt direkt nach, also auf der Ebene, werden wir wieder einen Block reingehen. Weil wir müssen jetzt darauf achten, dass wir nicht wieder einen Block rausgehen. Sonst haben die hier wieder keinen Saft. Ja? Oder wir setzen die eins drunter. Das könnten wir auch machen. Das machen wir so. Kann man gucken, wo der Strom rauskommt hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die. Hier habe ich die abgelegt. So, das machen wir erstmal so. Später, wenn da mehr Solarzellen sind, kommen die wieder weg. So, und wir könnten eigentlich noch mal ein paar produzieren. Denke ich mal. Wir machen jetzt aber erstmal noch und so. Conductive, nein, Redstone Reception Coil. Rest kommt hier rein. Dann brauchen wir wieder Glas. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir nehmen gleich eine Dreierzahl. Dann ist es nicht ganz so schwierig am Ende zu verkraften. So.
Also wie ihr gesehen habt, so viele Solarzellen kommen doch nicht bei rum. Das ist etwas enttäuschend eigentlich, weil du machst so viele Sachen, du hast da so viel Zeug drin. Warte mal, Redstone haben wir noch. Wir brauchen noch mal ein bisschen Holz. So. Das müsste reichen. Das ist ja was Neues. Wenn du Shift drückst und da was rein, dann macht er. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Das muss ich mir merken. Also Shift drücken und was reinziehen, dann macht er das automatisch überall rein. Aha. Man lernt nie aus in Minecraft. Man lernt nie aus. Das ist Trick 17 von 43. Oder so ähnlich. So. Oh, jetzt haben wir keine von den anderen mehr. Redstone, Lapis. In den Induction Smelter. Haben wir da noch Aluminium? Nö. Aber es ist super, wie ich das hier gelöst habe mit den Maschinen, wo ich händisch irgendwas Zeug reinlegen kann. Das ist super gelöst, muss ich echt sagen. Da bin ich stolz auf mich. Aber es funktioniert einfach auch schnell. Die kann man noch irgendwie overpowern, hat, glaube ich, McFisto mal gesagt. Und der kriegt jetzt kein. Doch, er kriegt Strom. Okay. Das passt. Das finde ich gut. So. Eine Solarzelle kriegt man noch hin. So. Sehr schön. Die pflanzen wir gleich da oben rein. Gut, 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 gut. Die Maschinen hier sollten auf jeden Fall jetzt genug Strom bekommen. Ich werde jetzt mal noch die hier umbauen in diese. Die Conduit-Fassaden. Ja, das soll hier einfach mal produzieren. Und ach, da haben wir noch drei. Wir kommen da wieder dazu. Das machen wir mal, das craften wir mal wieder zurück. Das liegt hier sonst immer drin und es nervt mich. So, Marble wird zum Marble. Wie sieht es denn hier aus? Fass ist leer. Ja, ist okay. Wir haben so viel Marble produziert. Das ist, wir haben noch 128 Stacks. Das ist gut. So, wir müssen noch irgendwas überlegen, dass wir uns eine automatische Sandproduktion machen. Da müssen wir im Grunde einen zwei Pulverizer übereinander stellen. Oder? Ja, zwei Pulverizer übereinander. Und dann einen Aluminiumsmelter daneben. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Das wäre eine automatische Glasproduktion, nicht Sand.
Stein zu Gravel, Gravel zu Sand, Sand zu Glas. Genau. Dann haben wir hier nämlich nochmal sowas wie hier, einfach mit einer Kiste. Beziehungsweise so wie hier, mit einer Kiste und dann ist das alles kompakt zusammen. Das wird dann noch ein bisschen besser. Achso, wir wollten hier noch die Fassaden verbauen. Es sind, glaube ich, genau 2, 4, 6, 7, 8, 9. Hat genau gereicht. Subi. Sieht man jetzt nichts mehr, außer man macht hier mit einem Kabel oder mit einem Wrench mal Licht rein ins Dunkel. Aber das soll es auch von der heutigen Folge Sky Factory gewesen sein. Ich mach mal da kurz noch was. Nämlich, dass wir hier schneller hochkommen. Das ist nämlich besser. Ist einfach so. Ich immer mit meinem Ich einfach so, gell? Ist einfach so. Aber es ist halt wirklich so, Mann. Kann ich doch nichts dafür. Okay, hier ist genug ausgeleuchtet. Komisch. Vielleicht, wenn das Licht aus ist, mir auch noch. So. Fackel. Und dann sind wir hier oben erstmal ganz zufrieden. Wir bauen jetzt nächste Folge noch ein bisschen weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Hier brauchen wir nicht mehr viele Solarzellen, da sind wir schon gut dabei. Auf den anderen Seiten sieht es natürlich noch ein bisschen geringer aus. Aber ihr werdet sehen, das haut alles irgendwann hin. Was ist mit der Kuh? Die Kuh steckt da unten drin. Muss die Kuh retten. Komm, komm, geh raus. Oh, haben wir aber Glück gehabt. Jetzt weiß ich auch, wie die anderen Kühe gestorben sind. Jetzt steckt die schon wieder fest. Was soll denn das? Doofe Kuh. Naja, egal. Egal, wir haben unser Jetpack. Darum ging es damals. So, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.